Ich würde mal sagen, diese Bundesliga wird spannend werden, aber auch vielleicht ein wenig eintönig. Hi Leute und willkommen zu einem sehr seltsamen FIFA Manager 22 Video. Heute habe ich nämlich alle Vereine in Deutschland mit dem FC Bayern ausgetauscht. Das Ganze könnt ihr hier auch schon mal im DFB-Pokal sehen. Ja, ich weiß, ein paar in der Regionalliga sind immer noch andere Vereine, aber die meisten sind Bayern. Hier seht ihr im Ligensystem, dass alle Vereine auch wirklich in den Ligen gleich sind. Außer in der dritten Liga, da sind auch zwei zweite Mannschaften mit drin. Mir ist aber auch noch was aufgefallen mit, denn ich hatte eine Bioarbeit geschrieben und das Ganze dann mit der argentinischen Liga gelernt. Und das habe ich jetzt nicht mehr umgestellt. Also könnte das vielleicht ein wenig seltsam werden, vor allem weil ich auch Argentinien ein wenig mehr Geld gegeben hatte. Tun wir einfach mal so, als wäre da nichts und fangen vielleicht einfach mal mit an. Ja Leute, ich habe mir einfach mal gedacht, dass ich jetzt einen dieser Vereine spielen will. Und zwar ist das ein FC Bayern, genauso wie alle anderen. Ihr seht schon, die Gesamtstärke ist eigentlich immer gleich. Wobei manchmal ist die um ein weniger, das ist ein wenig komisch. Hier haben wir auf jeden Fall mal unser Budget. Und es gibt eigentlich zwei verschiedene Sachen, die ich machen will. Einmal Spieler zu holen, die von einem FC Bayern aus der zweiten oder dritten Liga sind. Oder Spieler auf Positionen zu holen, wo der FC Bayern halt schlechter ist. Der Transfermarkt ist etwas komisch, denn ich gehe einfach mal drauf. Hier habe ich schon mal was eingestellt. Und ihr seht, dass das für die Augen vielleicht nicht das Schönste mit so eigentlich ist. Aber man kann sehen, dass man einige Spieler kaufen kann tatsächlich hiermit. Hier haben wir einfach mal einen Lewandowski mit nur 42 Millionen. Das erste, was ich machen will, ist, dass ich die Formation hier mal auf das 4-2-4 umstelle mit. Denn ich will mir gleich einfach mal einen zweiten Lewandowski holen. Und dann brauchen wir nur noch einen Spieler hier fürs Mittelfeld auch mit. Sonst können wir eigentlich auch mal alles umstellen mit. Aber wir fangen natürlich erstmal an hier mit dem Staff. Ich überlege, ob wir aggressiver sein sollen und ich sage einfach mal, dass wir alles gewinnen können eigentlich mit. Ich glaube, wir spielen gegen den FC Bayern in der ersten Runde mit. Ja, okay. Auch die A-Jugend seht ihr hier an der Seite mit, ist eigentlich mit die gleiche. Und ich weiß nicht, was ich jetzt so gerade sagen soll. Ein wenig eintönig, auch bei den Lokalmedien, nur nicht im Ausland mit. Da sieht man gerade eigentlich mal alle Transfers mit, auch wenn die ein bisschen durcheinander sind. Man sieht aber auch, dass einige FC Bayern einfach nur andere Vereine ersetzt haben. Ich würde mal sagen, ich mache jetzt mal einige Transfers und wir sehen uns dann am Ende mit. So Leute, wir sind am Anfang der Saison und wie ihr seht, habe ich einiges verändert. Wir haben jetzt Laporte und Van Dijk in der Innenverteidigung. Und ihr seht auch generell, dass ich einige Spieler von anderen FC Bayern hier gekauft habe mit. Einige davon auch bestimmt einer der Sanés war irgendwie unter irgendwie 20 oder 30 Millionen. Und ich habe mir zunutze gemacht, dass Kimmich ja im zentralen Mittelfeld spielen kann. Er hat 15 Millionen gekostet. Das ist echt traurig. Das muss dann wahrscheinlich irgendein Verein in der Regionalliga gewesen sein mit. Der war zum Beispiel 31 Millionen und der war aus der Bundesliga mit. Okay. Ah ne, das sind wir selber. Ja, ich bin auch toll. Er kam eigentlich aus der dritten Liga hier mit. Leider kann ich jetzt auch keinen weiteren Lewandowski mehr holen, denn die sagen einem, dass sie nicht genügend Spieler mehr haben. Aber ich habe immerhin zweimal Lewandowski und wir sind auch schon weiter im Pokal mit. Ich bin mal gespannt, wie wir so auflaufen werden, denn wir fangen mal die Liga einfach an. Die sind einfach mal 16. und haben immer noch über 900 Stärke mit. Wir müssen eigentlich direkt das Auftaktspiel gewinnen, denn sonst haben wir einfach eine negative Moral mit. Ich weiß nicht, ob ich irgendwen auswechseln will, vielleicht mal hier wählen von Kimmich mit. Aber sonst ist das halt wirklich ein wenig schwierig mit. Und ich glaube, wir gewinnen jetzt 2-0. Das ist schon mal gut. Oh nein, das wird jetzt wahrscheinlich ziemlich oft kommen eigentlich. Eigentor von Upamecano. Unser Upamecano, spielt irgendwie gar nicht mit. Ja, hier sieht man die ganzen Sachen natürlich auch nochmal mit. Und Gnabry mit zwei Toren auch. Auch die Top 11 mit zweimal Alphonso Davies. Ich würde mal sagen, wir haben leider keinen zweiten Torwart, fällt mir mit auf. Ich werde nochmal, glaube ich, ein, zwei Transfers tätigen müssen. Hier auch nochmal ein Sané mit. Und wir haben zu wenig Gehaltsbudget, das war gerade schon mal ein Problem. Ulreich will ich eigentlich nicht mit auf der Bank haben auch. Und fürs Tor können wir einfach mal Oblak holen. Die Gesamtstärke von den ganzen Kimmichs wird sich ja auch wahrscheinlich verändern mit. Vielleicht retten wir mal wen, der gerade in einer schlechten Form auch ist. Einige Vereine haben vielleicht auch nochmal Spieler gekauft und verkauft oder anscheinend auch nicht. Wobei hier ist zum Beispiel auch einfach mal ein Musiala mitgewechselt. Meinen habe ich einfach mal verkauft. Das ist das Team für die Saison und wir gehen einfach mal zur Halbzeit. Oder besser gesagt der Winterpause mit.
Ja, Leute, wie ihr sehen könnt, kenne ich das Spiel mittlerweile gut. Wir sind nämlich einfach mal auf Rang 1 und ansonsten kann man wenig sagen, alles ist einfach der FC Bayern. Und ich wollte es ja schon sagen, Neuer ist tatsächlich verletzt für einige Monate und es war so schlau, Ulreich hier zu holen. Ohne den hätten wir jetzt nämlich einfach mal ein ziemlich großes Problem. Der Lewandowski hat 9 Tore gemacht und der andere auch 9 tatsächlich, okay. Der hatte aber nochmal mehr Vorlagen mit. Das sind geil die Leute, die die meisten Tore machen. Und in der dritten Liga hatte ich einen Punkt einfach für die eine zweite Mannschaft. Aua. Sorry anscheinend, die tanguinieren zu, seine Karriere, er tut mir wirklich gerade weh. Wie geht's eigentlich den Verein hier unten? Natürlich Nagelsmann nicht mehr hier irgendwo im Team. Aber der Lewandowski, der gerade absteigt, ist immer noch bei einer 92 irgendwie mit. Dafür aber der Upamecano nicht. Ich hole mir auf jeden Fall nochmal Spieler und dann sehen wir uns gleich mal wieder. Ich kämpfe jetzt einfach mal mit dem FC Bayern und mal von so Davies vom FC Bayern gegen den FC Bayern. Okay. Aber wir brauchen nochmal einen Verteidiger mit. Und wir haben einfach mal verloren. Und dieser FC Bayern spielt in der Bundesliga und ist auf Rang 10. Warum ist er zu denen gegangen? Das macht eigentlich keinen Sinn. Aber irgendwas sagt mir, dass wir nochmal einen zweiten Versuch haben werden. Da ich es noch nicht gemacht habe, will ich kurz nochmal sagen, dass ihr gerne bei der Community weiterhin könnt. Der Link dazu ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Das ist jetzt gerade nochmal das Ende von der Wahl zum Februar mit. Und sehr viele von euch haben noch nicht mitgemacht und deswegen solltet ihr das auf jeden Fall mal machen. Gerne könnt ihr auch den Kanal abonnieren, wenn ihr mehr Fußballmanager-Videos sehen wollt. Und ein Like da lassen, um das Video zu unterstützen. Vielleicht schaffen wir mal wieder die 30 Likes. Und ich habe gehört, bei einem gewissen Kylian Mbappé läuft gerade mal der Vertrag aus. Vielleicht können wir ihn holen, ich hoffe, die geben ihm keinen Vorschlag gleich mit. Und tatsächlich habe ich es gerade gelesen, er kommt zu uns. Ja, auch weiter haben wir diese Information hier mit. Und das sind jetzt nochmal alle Käufe und Verkäufe auch alle mit. Manchester United hat einfach mal einen der Süles für 13 Millionen geholt. Dann auf jeden Fall mal bis zum Ende der Saison. Vielleicht konnten wir schon erwarten, aber wir haben tatsächlich die Liga gewonnen. Und wir haben auch die wenigsten Gegentore, was wenig überraschend ist. Wir haben zweimal Lewandowski, also auch die meisten Tore mit. Im Pokal haben wir Bayern gegen Bayern. Aber wir waren da gar nicht mit involviert, denn wir sind rausgeflogen in der dritten Runde mit. Okay. Unser Gegner hat auch irgendwie nicht gewonnen gehabt mit. Dafür haben wir aber die Champions League gegen einen anderen FC Bayern gewonnen. Und auch einige FC Bayern waren im Halbfinale und weiter generell auch mit. Nur dieser eine hier wurde geschlagen und zwar vom FC Chelsea. Die haben auch einfach mal Papka geholt. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich habe das gerade 50 Mal wiederholt, aber ich konnte nicht Pogba sagen. Keine Ahnung warum. Ich will auf jeden Fall mal schauen, ob wir wen ablösefrei holen können und sehen uns dann wieder nach dem Ende der ersten Transferphase mit. By the way, könnt ihr hier nochmal sehen, dass der echte FC Bayern auf Rang 14 gelandet ist. Okay. So Leute, hier haben wir jetzt einfach mal alle neuen Spieler, die ich gekauft habe und verkauft habe. Und ich simuliere jetzt einfach mal zum Ende der Saison und wir sehen uns dann wieder. Und leider sind Vereine aufgestiegen, die nicht der FC Bayern sind und das wollte ich eigentlich verhindern. Und ja Leute, ihr seht richtig, wir haben mal wieder die Liga gewonnen. Dabei muss man aber sagen, dass es diesmal viel knapper war, denn wir waren eine ganze Zeit irgendwie auf Rang 9 oder so mit. Also es war schon mal eine ziemliche Aufholjagd auch. Und ich bin froh, dass wir es jetzt noch irgendwie geschafft haben. DFB-Pokal sind wir irgendwo nur eine 2 gescheitert und in der Champions League, ich glaube, im Halbfinale mit. Das hier ist die Allzeit-Tabelle und ihr seht, dass jeder Bayern München ist, bis auf die drei hier. Okay. In der dritten Liga seht ihr ja schon die beiden Aufsteiger 4 und 1 Punkt. Aua. Die haben, glaube ich, wahrscheinlich nicht mal gegen, nur gegen sich selber gewonnen und hier auch 8-0. Okay. Ja, Lübeck sieht nicht gut aus. Die haben zweimal 14-0 verloren und ihr seht auch, Weiche Flensburg auch nicht wirklich besser mit. Das ist schon ziemlich krass und ihr seht auch, dass die Absteiger eigentlich auch in den Ligen immer nicht so gut waren. Der Pokalsieger ist abgestiegen und ist in der zweiten Liga, okay. Damit hatte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet und hier seht ihr nochmal das Prestige auch mit. Auch interessant an sich. Hier seht ihr nochmal die ganzen Trainer, bei einigen Vereinen ist Nagelsmann nicht mehr im Amt, bei anderen dafür wiederum schon und Uli Hoeneß ist überall mit. Dann auch noch Oliver Kahn auch als Präsident natürlich mit. Auch interessant, hier sind ja eigentlich die 100 Spieler, die am meisten Tore gemacht haben, aber hier sind einfach mal nur 42 mit, weil es halt nicht mehr gab. Und ihr seht, dass die alle zusammengerechnet werden, Lewandowski in 2 Saisons mit 620 Toren. Und der hier beendet seine Karriere scheinbar mit. Das gilt aber natürlich nicht für jeden. Weltfußballer wurde aber kein Spieler von Bayern München. Okay.
Damit hätte ich nicht gerechnet. Das ist ein wenig cursed, wo die eigentlich ja immer so gut mitfahren. Und damit würde ich eigentlich mal sagen, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Lasst wie gesagt gerne ein Like und ein Abo da. Und den bei der Community war teil. In der Beschreibung findet ihr den Discord-Server. Da könnt ihr wie immer gerne mal drauf joinen. Da ich aber heute nicht mehr sagen kann, sage ich einfach nur noch mal ciao.